Was dieser Mann so alles auf die Beine gestellt hat, ist wohl allen bekannt. Heute am 14. März 2022, vor genau 143 Jahren, ist Albert Einstein in Ulm zur Welt gekommen. Nicht ganz so lang, aber auch schon seit ein paar Jahren, nämlich seit September 2016, setzt sich ein Ulmer Verein dafür ein, dem weltbekannten Physiker ein Erlebniszentrum mitten in Ulm zu widmen, das Albert Einstein Discovery Center Ulm. Diese absolut ulmische Initiative wird überwiegend von Bürgern vor Ort getragen, aber auch aus ganz Deutschland, Europa und rund um den ganzen Erdball gibt es begeisterte Mitglieder. Der Verein wächst seither also und die Pläne für das Albert Einstein Discovery Center werden auch konkreter. Vereinsvorsitzende Nancy Hecker-Denschlag freut sich. Der Verein baut auf und auf. Ich bin super positiv. Wir kriegen super Reaktionen von der Stadt Ulm und auch vom potenziellen Sponsoren. Wir wachsen. Wir wollen die 1000 Mitgliedergrenze dieses Jahr knacken. Wir haben viele Events geplant und es läuft. Und zwar richtig gut. Ideen und Möglichkeiten für einen Standort des Erlebniszentrums gibt es natürlich auch schon. Ein möglicher Standort ist jetzt ganz neu dazugekommen, und zwar die alte Post- und Pakethalle am Ulmer Hauptbahnhof. Jetzt momentan ist es ein Lagerplatz, aber wenn wir ein tolles Gebäude dort haben, die Leute können mit Bus und Bahn kommen und direkt in das Discovery Center kommen, es wird der gesamte Standort dort aufbewerten. Und es wäre ein Ort, das lebt. Der Verein will Einstein nicht nur ein Denkmal in seiner Geburtsstadt setzen, sondern auch für mehr Aufklärung sorgen. Denn laut einer aktuellen Umfrage wissen nämlich nur rund 30%, dass Albert Einstein in Ulm das Licht der Welt erblickt hat. Ich bin immer überrascht, wenn ich höre von Leuten, ich rede mit jungen Leuten und sage, hallo, wissen Sie, dass ihr hier oben geboren ist und dass es hier uns gibt? Nö. Die haben noch nichts von uns gehört, auch Studenten und so weiter. Wir sind in Ulm, der bekannteste natürlich, weil fast jeder Ulmer kennt, dass Einstein hier geboren ist. Aber wir sind nicht bekannt genug, wir müssen aus der Grenze hinaus, wir müssen nicht nur hier in Ulm, sondern ganz Deutschland, ganz Europa, die ganze Welt wissen, damit die Leute nach Ulm kommen. Und daran wird weiterhin gearbeitet, auch an Einsteins 143. Geburtstag. Auf dem Ulmer Münsterplatz entsteht dazu heute das größte schwarze Loch Deutschlands als 3D-Illusion. Da kann man dann auch Selfies machen, natürlich mit Albert Einstein. Also Happy Birthday, Albert. Alle Infos dazu und zum Albert Einstein Discovery Center Ulm finden Sie auf donau3fm.de. Ich bin Paolo Percocco. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Donau 3 FM. Einfach gut informiert.